Was bedeutet für dich Opernregie? Opernregie ist vor allem Handwerk und Inspiration. Was ist mit Kunst? Kunst kommt nach der Technik. Ja, ein Tischler zum Beispiel, der muss ja auch erstmal das Handwerk beherrschen, dann kann er Kunsttischler werden. Gibt es einen Unterschied zwischen Oper für Erwachsene und Oper für Kinder? Kinder nehmen Musik anders auf als Erwachsene. Kinder sind intuitiver. Leider entscheiden meistens die Erwachsenen nach ihrem Geschmack, was die Kinder sehen sollen. Was bedeutet das nun für den Zuschauer? Erwachsene bleiben sitzen, wenn es langweilig ist. Kinder nicht. Mein Wunsch an die Erwachsenen wäre, auch aufzustehen, wenn es langweilig wird. Dann wären wir Theatermacher gezwungen, besseres Theater zu machen. Und damit wäre allen geholfen.
Gibt es für dich ein Motto, wenn du Regie führst? Ja, das gibt es tatsächlich. Theater und Oper dürfen alles, nur nicht langweilen. Ich möchte die Leute in erster Linie unterhalten, nicht belehren. Wenn sich aber jemand etwas mitnehmen will, dann soll er es gerne tun. Schöne Donna, dieses kleine Register, es enthält seine Liebesaffären. Der Verfasser des Werks bin ich selber, wenn's gefällig, so gehen wir es gut. Wenn's gefällig, so gehen wir es gut. In Italien 640, hier in Deutschland 230, in Frankreich und 90 in Persien, aber in Spanien, ja, in Spanien schon 1003, 1003, 1003.